Herzlich willkommen! Hallo, hier ist wieder Kxi mit dem neuen Projekt. Wir zocken Bomberman 64. Einem Bomberman-Spiel, das sich von der alten Spielmechanik abgewandt hat, was Neues probiert hat. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich da ein bisschen skeptisch bin, aber ich finde es gar nicht so verkehrt. Und jetzt erkläre ich mal kurz das Menü und dann fangen wir auch gleich an. Adventure-Modus ist das, was wir gleich spielen werden. Einzelspieler-Modus. Es gibt leider keinen Zweispieler-Modus. Was ich schade finde, aber ist halt eben so. Dann gibt es den Battle-Modus, das ist der Mehrspieler-Modus, in dem man entweder jeder gegen jeden kämpft oder in zwei Gruppen. Wobei es da nicht mehr darum geht, die Gegner auszuschalten, sondern da hat jede Gruppe einen zu ihr passenden Kristall oder ein zu ihr passendes Juwel. Und man muss das Juwel der jeweils anderen ein paar Mal erledigen. Dann im Custom-Modus, es gibt bestimmte Kostüme, die man im Adventure-Modus sammeln kann. Ich werde dann auch mal einen dieser Gegenstände zeigen. Die kann man bei Custom zusammenbauen und dann auf einer Speicherkarte speichern und im Battle-Modus verwenden. Im Adventure-Modus leider nicht, was ich schade finde, aber naja. Dann Optionen, gut, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Wie man ja sehen kann, habe ich diese erste Folge schon mal aufgenommen, aber mein Laptop ist abgestürzt. Also machen wir das Ganze halt nochmal. Und ich spiele auf normal, ich habe es vorher schon mal auf schwer probiert. Allerdings gibt es da ein paar Änderungen im Spiel, die meiner Meinung nach schon ein bisschen arg heftig sind. Privat will ich das dann schon machen, aber fürs Let's Play, denke ich mal, ist es auch in Ordnung, wenn wir auf normal spielen. Und dann würde ich sagen, zweites Intro, los. Weiter Einleitung. Die Mission war erfolgreich. Gute Arbeit. Nun, wir haben diesen Planet ziemlich aufgeräumt. Was ist unser nächstes Ziel? Aufgeräumt? Nicht wirklich. Zu besiegen? Nun, dann weiche dich in ein Geheimnis ein. Ich habe nur ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Wegen des Kraftfeldes gibt es keine Möglichkeit, in die zentrale Basis einzudringen. Wenn du die vier Anker der Basis zerstörst, wird das Feld deaktiviert werden und du kannst sie von innen zerstören. Kannst sie von innen, ja. Es ist wohl zu viel verlangt, es dich alleine machen zu lassen. Deswegen werde ich dir helfen. Ich hab's probiert. Naja. Und hiermit sind wir auf dem Auswahlbildschirm. Wie man gerade eben gesehen hat, entzieht Orcher mit dem sogenannten Omniwürfel Planeten ihre Energie. Und von ein paar Planeten hat er hier tatsächlich ein paar Stücke herausgerissen. Und wir müssen uns jetzt eben durch diese Welten hindurch spielen, um diese Anker zu lösen und dann in Orchers Basis eindringen zu können. Eine solche Welt besteht aus 4 Leveln. 1 und 3 sind ganz normale Level, wie wir gleich sehen werden, zum Herumlaufen, und 2 und 4 sind immer Kämpfe. Was man hier sieht, sind die sogenannten Goldkarten. Die müssen wir sammeln, damit im Spiel später etwas passiert. Was sage ich noch nicht. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mit der ersten Welt einfach mal an. Die zeigt schon relativ deutlich, dass man, um die ganzen Goldkarten zu bekommen, etwas mehr tun muss. Wie gesagt, er erklärt uns jetzt die ganzen Fähigkeiten, die wir in diesem Spiel haben. Die kann ich aber auch erklären. Super. Habe ich gleich mal die erste gemacht. Mit A können wir Bomben legen. Die gehen nach einer Zeit von selbst kaputt. Das sind die ganz normalen Gegenstände. Mehr Bomben legen und natürlich dann auch eine höhere Sprengkraft. Mehr Bomben legen, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann können wir, wenn wir eine Bombe gelegt haben, sie mit B aufheben. Mache ich normalerweise aber nicht. Man kann nämlich A und B gleichzeitig drücken und hat diese Bombe dann gleich in der Hand. Wenn man eine Bombe hält, kann man mehrfach A drücken, sie so aufpumpen. Wenn sie glänzt, ist sie auf einer höheren Stufe, macht doppelten Schaden und hat auch einen höheren Sprengradius. Mit erneuten Drücken auf B kann man die Bombe dann werfen. Wie man sieht, kann man damit Gegner, ja, soll man sagen, kurzzeitig lähmen. Warum ich hier gerade die Gegner alle erledige? Wir müssen, um eine der Goldkarten zu bekommen, 30 Gegner erledigen. Die Goldkarten 1, 2 und 3 sind immer irgendwo im Level versteckt. Für die vierte, wie gesagt, muss man eine bestimmte Anzahl an Gegnern töten. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer 30 sind, aber in diesem Fall ist es so. Und der 30. Gegner lässt dann die Goldkarte fallen. So, wie gesagt, Sirius würde uns hier jetzt alles Mögliche erklären. An dieser Stelle würde er uns zum Beispiel erklären, dass wir mit einer aufgepumpten Bombe diese Balken zerstören können. Diese Brücke möchte ich aber bestehen lassen. Die würde, wenn wir beide kaputt machen, nämlich einbrechen. Da muss ich aber später noch drüber laufen. So, dann die 5. Goldkarte. Die bekommt man dafür, dass man das Level oder generell den Bereich innerhalb einer gewissen Zeit beendet. Momentan ist die Zeitanzeige noch gelb, das heißt, wir sind noch innerhalb der Zeit. Sobald sie sich rot färbt, sind wir zu langsam. Und wie ich es damals bei den Kirby-Projekten aber auch gehandhabt habe, werde ich hier eine der Goldkarten eben nicht sammeln. Und das wird die sein für die Zeit, da ich mir dann für den Rest schön eben Zeit lassen kann. Das war wieder eigenartig betont, ich weiß. Nein, Sprengkraft möchte ich jetzt nicht so viel haben. Ein bisschen mehr, aber hauptsächlich benötige ich es, dass ich möglichst viele Bomben legen kann. Warum, werden wir bald sehen. Na gut, dann verschwindest du halt einfach mal in der Wand. Soll mir auch recht sein. So, dieser Level hat insgesamt 3 Bereiche. 3 größere Bereiche. In den zweiten gehen wir so. Was wir jetzt auch gesehen haben, ist das Ziel dieses Levels. Wir müssen nämlich in dem ersten und dem dritten Level dieses Gebietes immer an einen Kristall herankommen. Und um dieses Kraftfeld, um den Kristall zu deaktivieren, müssen wir eben auf diese ganzen leuchtenden Platten treten. Das Level an sich zu beenden ist kein großes Problem, da die Platten alle ziemlich leicht erreichbar sind. Das größere Problem werden eben diese Goldplatten sein. Wie gesagt, Sprengkraft möchte ich jetzt nicht haben. So, gleich kommt eine ganz spezielle Fähigkeit von Bomberman zum Tragen, die wir nämlich auch gleich in größerem Umfang benutzen werden. Der sogenannte Bombensprung. Da Bomberman bekanntlich nicht in der Lage ist zu springen, benötigt er Bomben, um sich sofort fortbewegen zu können. Und einen ganz wichtigen anderen Gegenstand, den finden wir nun in dieser Vase da drüben, nämlich die Fernzünderbomben. Das wird super. Ah ja, das Bombentreten sollte ich vielleicht neu erwähnen. Wenn wir eine Bombe legen und gleich nochmal A drücken, dann können wir sie treten. Oder auch wenn wir gegen sie dagegen laufen. Nun haben wir Fernzünderbomben. Diese können wir mit Z detonieren lassen. Und wenn wir eine Bombe getreten haben, können wir diese mit R anhalten. So, jetzt hat sich die Zeitanzeige längst rot gefärbt. Das heißt, wir sind zu spät dran. Das macht aber wie gesagt nichts, denn dieses Goldkärtchen wollte ich sowieso noch nicht haben. Das Ziel werde ich jetzt gleich mal öffnen, aber ich werde nicht hingehen. So, man sieht jetzt hier auch diese ganzen Brücken, diese könnte man auch theoretisch einreißen, aber es bringt einem einfach nichts. Ursprünglich dachte ich, dass man alle Ratschläge von Sirius einmal befolgen müsste, um eine der Goldkarten zu bekommen, das stimmt aber nicht. So, ja. Theoretisch könnte man jetzt das Level beenden und dann meinen, ja, passt doch alles, aber nein, das möchte ich nicht. Ich möchte die Goldkarten haben und ich möchte auch gerne zumindest bei einem Großteil der Karten zeigen, wie man sie bekommt. Wenn es bei manchen Karten so ausarten sollte, dass ich wirklich ewig dafür brauche, dann werde ich das schneiden. Das ist kein Problem. Aber ich möchte so gut wie möglich zeigen, wo sich diese ganzen Goldkarten befinden. So. Soll ich mir das jetzt schon holen? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Nein, das brauche ich erst für die letzte der drei findbaren Goldkarten. So, jetzt haben wir hier nämlich ein Problem. Das Wasser läuft nämlich so schnell. Das würde nämlich unsere Bomben wegtreiben. Ich möchte erstmal kurz diesen Gegner erledigen, weil er mich sonst nur nerven würde. So, jetzt kommt eben diese Fähigkeit. Wir können nämlich Bomben stapeln. Und ich mache das gerade ganz unprofessionell. Okay, das war eins zu wenig. Ja, wir können die also stapeln und auf diese Weise dann hinüberspringen. Das hat in der ersten Aufnahme wunderbar geklappt. Aber naja. Dann eben nochmal. Dann nochmal zu diesen Flächen, die wir hier sehen. Das sind Teleporter, die wir auch sehr bald benutzen müssen. Der Teleporter dort oben auf der Säule, der ist gar nicht so schwer zu erreichen. Werde ich dann später, glaube ich, nochmal erklären, wie das am einfachsten geht. Jetzt möchte ich aber erstmal die einfacheren Komponenten, die einfacheren Goldkärtchen bekommen. So, der Gegner ist nicht mehr da. Super. Man kann die Bomben, wie man sieht, auch in der Luft anhalten. Wieder nicht. Natürlich. In der ersten Aufnahme funktioniert alles wunderbar. Am Ende schmiert einfach der Rechner ab. Die komplette Aufnahme ist verloren und irgendwie zieht sich da gerade auch. Das sieht gerade absolut nicht schön aus. Ich weiß nicht, woher das gerade kommt, dass sich das alles so ein bisschen hinterherzieht. Jetzt fängt sich's langsam wieder. Das Ganze ginge natürlich auch mit aufgepumpten Bomben, die werde ich auch da drüben, um den Teleporter zu erreichen, machen. Jetzt muss ich aber erstmal hier rüber. Na geht doch. Nein, du wirst mich jetzt nicht... Der hätte mich jetzt fast wieder runtergeworfen. Blöder Gegner. So, da hätten wir einen Teleporter, den nehme ich aber noch nicht. Da ich jetzt was anderes erledigen möchte. Ja, das kommt bei so einem Bombensprung öfter vor, dass man dann Sterne sieht. Da empfehle ich, also man könnte den Control-Stick einfach wild herumdrehen. Das Problem dabei, man könnte gleich im Anschluss in den Abgrund rennen. Also nur in zwei Richtungen und da immer wieder abwechselnd hin und her. Dann Kann man auch schneller wieder aufstehen. So, jetzt ist der Wasserfluss. Entschuldigung. Jetzt ist der Wasserfluss langsamer. Und wir können da herumgehen, ohne weggeschwemmt zu werden. Jetzt holen wir uns hier die erste Goldkarte. Wieso muss denn in dieser Aufnahme jetzt alles schief laufen? Das gibt's doch nicht. Ich bitte um Verzeihung, das ist jetzt gerade sehr, sehr unpassend. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt nicht ganz so allzu schlimm klingt. So, ja, jetzt könnte ich da in das Maul reinhüpfen, reingehen. Allerdings ist dieses Maul nur ein Rückweg. So, ich kann mir aber diesen Weg jetzt etwas einfacher machen. So, und da wir jetzt hier soweit alles erledigt haben, können wir auch mal diesen Teleporter betreten. Damit kommen wir nämlich in den dritten Bereich, wo sich das nächste Goldkärtchen befindet. Tada! So, jetzt könnte ich eigentlich hier schon wieder abhauen, allerdings möchte ich dann auch nochmal zeigen, wie diese Kostüme aussehen, die man dann im Custom-Modus einsetzen könnte. Da haben wir nämlich in diesem Gebiet hier das erste. Die sehen nämlich so aus. Je nach Farbe sind die für Kopf, Arme, Beine oder Rumpf. So, jetzt bin ich in dem Raum soweit fertig. Wie man sieht, kann man hier so ein bisschen nachkorrigieren. Das ist nicht verkehrt an manchen Stellen. So, und jetzt muss ich hier oben zu dem Teleporter. Und ich denke mal, hier sieht man schon, dass hier eine Bombentreppe der etwas größeren Art gebraucht wird. So, das dürfte passen. Jetzt noch kleine Bomben. Ich hätte jetzt fast den Z-Knopf berührt. Das wäre ungesund gewesen. So, dann hier noch eine. Und okay, mehr kann ich nicht legen. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. So. Es funktioniert nicht immer auf den ersten Anlauf, aber nur nicht aufgeben. Man sieht ja auch, dass man sich da so ein bisschen bewegen kann. Da habe ich die eine etwas schlecht platziert. Moment, das haben wir gleich. Dann werfe ich die jetzt einfach ins Wasser. Dann ist die nämlich auch weg. Große Bomben können wir nicht treten. So. Das ist besser. Jetzt können wir da auch nicht mehr drunter geraten. Ne. Ja. Gut. Nein, nicht treten. Nehmen. Ich könnte aber mal... Ich könnte die einfach mal ein bisschen anders platzieren. So. Wie liegt sie denn jetzt? Immer noch in der Reihe soweit. Dann probieren wir das jetzt nochmal so. Wie gesagt, nur weil das nicht immer funktioniert, nicht gleich entmutigen lassen. Wie man sieht, wenn man es einmal hinkriegt, wenn man dann mal den richtigen Pixel erwischt hat, dann geht das auch. So, und hier haben wir ein weiteres Rätsel. Man sieht da drüben wieder diese Stimpen. Und wir müssen da jetzt Bomben rüber transportieren. Da weiß ich ja mittlerweile, wie das geht. Und zwar muss man da so ein bisschen ausnutzen, dass Bomberman, wenn er aus dem Laufen heraus Bomben wirft, dass diese weiterfliegen. Ansonsten erwischt man diese Stimpen hier nämlich nicht. So. Und jetzt machen wir hier mit den mittleren Stimpen kaputt. Drüben haben wir jetzt schon gehört, dass da was kaputt gegangen ist. Das macht aber nichts. Die gehen wir bitte nicht auf die Nerven. So. Jetzt gäbe es da eigentlich noch eine andere Variante, um an den da weiter hinten heranzukommen. Allerdings empfinde ich das, was ich jetzt hier mache, als wesentlich angenehmer. So, okay, das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Ich hoffe mal nicht. Und rüber, passt. So. Nein. Immer schön aus dem Laufen heraus. Nummer 1. Und da muss noch eine rüber. Und wenn wir jetzt genügend Bombensprengkraft haben, dann erwischen wir das Ding. Passt. So, die letzten paar, die müssen dann einfach nur noch hier rüber. Wie gesagt, man kann es auch über die anderen Stämme probieren, aber das ist ziemlich anstrengend. So. Den hier zu erwischen ist absolut kein Problem. Man kann hier nebenbei auch nicht runterfallen. Da, Bomberman läuft dagegen den Rand dagegen. In der Hinsicht also keine Angst. So, ist der letzte erledigt, das Gitter fällt herunter. Und wir haben jetzt da unten die Blöcke zerstört, wo die Gegenstände drin wären. Aber dann gehen wir einfach raus und wieder rein. Denn Blöcke erscheinen wieder, das Gitter aber nicht. Den beiden dürfte jetzt nichts wirklich Relevantes drin sein. Nein, aber in dem hier haben wir eine Verbesserung, die uns rote Bomben bringt. Im Gegensatz zu den roten Bomben in den damaligen Mega Man-Teilen sind diese nicht dazu da, um durch Blöcke hindurch sprengen zu können, denn das können ja alle Bomben. Nein, wie man gerade gesehen hat, haben die roten Bomben eine höhere Sprengkraft und sind auch doppelt so stark. Die doppelte Stärke macht sich auch gleich bezahlt, denn wir brauchen die roten Bomben, um an die letzte der sammelbaren Disketten rankommen zu können. Der Ton war etwas schrill. Das ging beim letzten Mal viel schneller, aber dafür weiß ich jetzt auch, wie ich alle Goldplättchen in der nächsten Welt bekomme. So, mit den roten Bomben können wir nämlich jetzt diese Säulen hier zerstören. Die würden normalerweise einen hohen Ton von sich geben, wenn man sie mit der normalen Bombe trifft. Ich weiß nicht, ob ich da vorhin versehentlich eine getroffen habe, aber das sagt einem halt immer, dass man mit roten Bomben das jeweilige zerstören könnte. So, und in dieser Säule hier befindet sich nun das letzte Goldkärtchen. Gut, damit haben wir das erste Level soweit abgeschlossen. Wie gesagt, es ist mit der Zeit. Das ist das Goldkärtchen, das ich mir als allerletztes holen werde. Jetzt können wir das Level guten Gewissens abschließen. Mit den C-Knöpfen können wir nebenbei die Kamera rotieren, immer in die Richtung, in die wir dann auch drücken. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, da habe ich länger gebraucht als beim letzten Mal. Ah, verdammt. Ja. Verbockt. Moment. Das schneide ich aber. Bis gleich. So muss das. So, da bin ich wieder. Das Herumgerenne und Gegner töten wollte ich euch jetzt mal ersparen. Wir haben jetzt 29 Gegner erlegt. Das ist der 30. Und der 30. lässt uns auch wieder ein Plättchen fallen. So, den Rest des Levels mache ich jetzt schon wieder mit euch, denn das dauert nicht lange. Das war ungewollt. Das war ebenfalls ungewollt. Sehr gut. So kann man das auch machen. Na gut. Ja, mal ein Plättchen. Bringen wir es zu Ende. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich... Ne? Diese kleinen Krümelgegner, die man da gesehen hat, diese Bällchen, die herumgerollt sind, die halten etwas mehr aus, aber wenn man die tötet, bekäme man ein Herz. Die bringen genau dasselbe wie früher auch, man hält einen Schlag mehr aus. Wobei man in diesem Spiel das Herz dann nicht komplett verliert, sondern es fällt nur aus einem raus. Also es kann wieder eingesammelt werden, sofern es nicht irgendwo in den Abgrund fällt, was ja sein kann. Und die fallen auch mit dem ziemlichen Schwung heraus, also... Von dem her... Ne, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das jetzt rausgeschnitten habe, weil das war einfach wirklich komplett uninteressant. Gut. Damit haben wir jetzt das erste Level endlich mit 4 Goldkarten abgeschlossen. Das hat in der ersten Aufnahme alles so wunderbar hingehauen. Ah, vielleicht funktioniert ja wenigstens das hier jetzt besser. Das zweite Level, der erste Kampf. Und wer sollte das andere sein als Sirius, der uns nun auf die Probe stellen möchte? Wie gesagt, ich werde die Texte jetzt nebenbei. Lass uns mal sehen, wie gut du wie stark du geworden bist, verdammt nochmal. So. Bei ihm hier muss man jetzt Verschiedenes machen. Zum einen mal so Schaden machen. Dann muss man ihn mal mit einer großen Bombe erwischen. Wie man sieht, verliert er Herzen. So, das nächste. Die Herzen könnten wir einsammeln, wenn wir wollten. Braucht es aber nichts. So, ja okay. Schaffe ich es wieder, ich glaube das erste Mal. Nein. Wie man sieht, ist der Kampf ziemlich schnell vorbei. Er hält nur 3 Schläge aus. Wir haben jetzt nur 3 der Goldkarten, beziehungsweise 4, da wir es in der Zeit geschafft haben. Weil man sich bei dem Kampf theoretisch ewig Zeit lassen könnte, wie man unschwer erkennen kann. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein 1/12 gebraucht. So, das wäre das nächste Level, aber ich möchte in dieser Folge Level 1 und 2 vollständig haben. Also in Anführungszeichen vollständig, ich weiß schon, aber... Fast vollständig. Fast vollständig. Belassen wir es dabei. So, jetzt muss ich mal kurz überprüfen. Ich glaube, dass er sich noch selber treffen muss. Ja, das dürfte es gewesen sein. Ich habe vorher ewig für die gebraucht, bei der er... Oder? Oder habe ich ihm schon eine auf den Kopf geworfen? Ich bin mir unsicher. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Der rennt halt ständig selber in seine Bomben rein. Das ist eigenartig. Jetzt sehen wir es ja gleich, welche mir jetzt noch gefehlt hatte. Ich konnte gerade nicht nachsehen. Deswegen... Wäre schön, wenn ich nicht wieder 5 Kämpfe dafür bräuchte. Es war halt so schön im letzten Kampf der Folge, die jetzt verschwunden ist. Ach, es war doch wieder die. Okay. Der letzte Kampf war halt richtig schön. Da habe ich alle Karten auf einmal bekommen. Ich glaube aber nicht, dass ich das jetzt nochmal hinbekomme. Ja, okay, also wenn es wieder die letzte ist, dann muss ich ihm jetzt eine aufgepumpte Bombe auf den Kopf werfen. Aber man sieht, es ist nicht ganz so einfach. Weil ich müsste eigentlich nur, wenn er eine Bombe hält... Nein! Scheißdreck! Ja. Nein, Sirius. Na, der geht gleich wieder drauf. Ja. So eine Sache, die mich auf normal so ein bisschen nervt. Einfach, dass man... dass die Gegner so wenig aushalten. Also ich meine, bei ihm hier war es mir möglich, alle Karten auf einmal zu bekommen. Mit ziemlich viel Glück. Aber wenn es um die großen Gegner geht, also die werden wir definitiv mehr als einmal machen müssen, denn bei denen bekommt man Karten, indem man, also meistens Karten dafür, dass man an ihnen irgendwas zerstört. Und dabei bekommen sie halt selber auch wieder Schaden. Und dann sind sie normalerweise tot, bevor man alle Kärtchen bekommen kann. Wie es hier halt auch teilweise schon der Fall ist. So, jetzt dürfen wir alle haben. Ups, das war schlecht. Ja, im Vergleich zu den anderen Gegnern, die wir noch bekämpfen werden, wir haben ja gesehen, wer da alles zu Orchas Leuten gehört, ist halt Sirius spezielle Fähigkeit, einfach nur, dass er Bomben sehr schnell aufladen kann. Es gäbe noch eine Möglichkeit, den Gegner schnell zu besiegen, was bei Sirius ziemlich schwierig ist. Nämlich, sobald er Sterne sieht, kann man ihn und allgemein Gegner aufheben und man könnte ihn von der Plattform werfen. Dann ist er sofort erledigt. Okay. Ich hab's doch wieder hingekriegt. Schön. Schön. Dann bin ich ja schon wieder fröhlich. Alle 5 auf einmal. Das ist ein guter Schluss für die Folge, würde ich meinen. Und beim nächsten Mal haben wir dann dieses Level hier vor uns. Da weiß ich nur noch eine Goldkarte, wo man sie bekommt. Ich weiß auch nicht, ob ich die gleich beim ersten Mal bekommen werde, aber das sehen wir dann schon. Auf jeden Fall verabschiede ich mich dann für heute von der ersten Folge zu Bomberman 64. Ich will immer super sagen, aber das ist ja kein super Bomberman. Naja, was soll's. Ich bin Kxi. Das war's von Bomberman 64 für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.